Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es darum, wie Sie stilvoll älter werden. Und dazu gebe ich Ihnen 5 Tipps. Eins steht fest, älter werden wir alle. Das ist eine gewisse Gerechtigkeit im Leben. Und es beginnt schleichend schon in jungen Jahren. Ab 20 geht es bereits los. Die Produktion der Lungenbläschen nimmt ab. Das Atemvolumen wird kleiner, weniger Sauerstoff gelangt ins Blut. Und das wirkt sich auch dann auf unsere Ausdauer aus. Die Haut verliert an Spannkraft, denn Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure werden geringer im Laufe der Zeit. Ab 35 zeigen sich die ersten grauen Haare, weil sich die Melaninproduktion verlangsamt. Und auch das Gehör wird zunehmend schlechter. Ab 55 macht sich der Altersprozess dann deutlich bemerkbar. Wie sehr, ist allerdings unterschiedlich. Nicht umsonst gibt es den Spruch, jeder altert anders. Logisch, jeder von uns hat andere körperliche Voraussetzungen. Unsere Gene, unser Lebensstil und auch Krankheiten können das gefühlte Alter beeinflussen. Tatsächlich kann die Spanne zwischen dem biologischen Alter und dem, wie wir uns fühlen, einige Jahre betragen. Soweit also der kleine Überblick über die medizinische Seite des Alterns. Das klingt nicht besonders hoffnungsvoll, oder? Aber nun kommt der psychologische Aspekt. Über Ihr Denken und über Ihr Verhalten haben Sie es in der Hand, wie Sie sich fühlen und wie Sie auf andere wirken. Und das kann im Alter sogar besser sein als in jungen Jahren. Und damit das auch wirklich funktioniert, möchte ich Ihnen gerne meine angekündigten 5 Tipps geben. Mein erster Tipp lautet, lassen Sie sich nicht gehen. Ein gutes Aussehen und ein lebendiges Erscheinungsbild kommen nicht von ungefähr. Beides hängt von gesunder Ernährung und regelmäßiger Bewegung ab. Ich glaube, da sage ich Ihnen nichts Neues. Aber es stimmt und es hilft Ihnen, Ihre Wunschfigur zu halten und sich voller Energie zu fühlen. Nun ja, klingt gut, ne, aber erfordert jede Menge Disziplin. Die Gefahr ist groß, im Alter bequem zu werden. Wofür soll man sich denn auch schon noch groß anstrengen, fragen Sie sich vielleicht. Man hat eventuell schon jemand an seiner Seite und muss niemand mehr erobern oder beeindrucken. Oder im Gegenteil, Sie sind glücklicher Single, glücklich allein und an neuen Bekanntschaften gar nicht interessiert. Und weil der Anreiz so gering ist, gibt man sich dann optisch keine Mühe mehr. Die Tüte Chips, das Bierchen, das üppige Essen. Naja, solche Freuden des Alltags führen leider auf die Dauer dann zu ungesundem Übergewicht und sei es nur so um die Leibesmitte herum. Das muss nicht sein. Seien Sie es sich wert. Bleiben Sie schlank und beweglich, indem Sie auf eine gute Ernährung achten und sich eine Sportart suchen, die Sie mögen. Das sollten Sie sich wert sein. Mein zweiter Tipp lautet, machen Sie sich nicht künstlich jung. Manche Männer und Frauen kommen einfach mit dem Älterwerden nicht klar. Sie versuchen verzweifelt, die äußeren Zeichen der Zeit aufzuhalten. Ich kenne einen 55-Jährigen, der sich gegen seine Geheimratsecken eine Haartransplantation hat machen lassen und seine ergrauenden Haare dunkel färbt. Ganz ehrlich, das sieht nicht cool aus, sondern unecht. Ähnliches gilt für Frauen, die dank Botox keine Mimik mehr haben und deren Gesichtshaut nach einem Lifting wie festgetackert aussieht. Nun, vermutlich sind solche chirurgischen Eingriffe jetzt gar nicht Ihr Problem oder Ihr Thema. Aber die Gefahr, krampfhaft auf jugendlich zu machen, der können Sie auch anders erliegen. Zum Beispiel mit zu jugendlicher Kleidung. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch. Ich warte schon auf die Kommentare, die da kommen. Sie dürfen selbstverständlich tragen, was Sie wollen. Aber es gibt einige Teile, die sollten vielleicht doch Jüngeren vorbehalten bleiben. Etwa zerrissene Jeans oder T-Shirts mit witzigem Aufdruck oder auch bauchfreie Tops. Ebenso wie eventuell die Kappe mit dem Mickey-Maus-Aufdruck für den Herrn oder die rosa Haarschleife für die Dame. Auch was die Sprache anbetrifft, kann ein jugendlicher Slang eher daneben sein,
wenn Sie fragen, ey Alter, was geht, oder etwas geil finden, dann wirken Sie eher anbiedernd als flott. Entscheidend ist jedoch weniger, was Sie machen lassen, was Sie tragen oder sagen, sondern warum. Wenn Sie es für sich tun oder weil Sie Spaß daran haben, ist es okay. Ich bin die Letzte, die Ihnen da Vorschriften machen möchte. Aber wenn Sie es tun, um die Zeituhr gewaltsam zurückzudrehen, dann wirkt es einfach nur verzweifelt. Und das macht nicht jung, sondern alt. In diesem Sinne, bleiben Sie sich treu. Mein dritter Tipp lautet, jammern Sie nicht. Die Hollywood-Ikone Mae West prägte den Satz, Alter ist nichts für Feiglinge. Stimmt. Je älter man wird, desto mehr plagen einen Wehwehchen. Schlafstörungen, mangelnde Beweglichkeit, Gedächtnisverlust, Augenprobleme, das volle Programm. Und von echten Krankheiten einmal ganz abgesehen. Grund genug zu seufzen und sich zu beklagen, keine Frage. Aber tun Sie es bitte nur mit Maßen und am besten nur unter guten Freunden. Zum einen nutzt es nämlich nichts und bringt nur kurzfristig ein bisschen Erleichterung und zum anderen lässt es Sie alt und gebrechlich wirken. Außerdem ist niemand gern mit jemandem zusammen, der immer nur stöhnt. Also beißen Sie sich doch mal gelegentlich auf die Zunge, wenn die höfliche Frage auf Sie zukommt, wie geht es Ihnen? Die ist ja meistens sowieso gar nicht so ernst gemeint, sondern eben nur so eine Floskel. Jedenfalls sollten Sie dann nicht mit einer Aufzählung Ihrer körperlichen Beeinträchtigungen antworten. Mein vierter Tipp lautet, seien Sie mit sich im Reinen. Ja, Alter ist sichtbar. Ja, die Falten werden tiefer und die Haare dünner und die Arme schlaffer. Das ist nun mal so. Aber lassen Sie sich davon bitte nicht herunterziehen. Zweifeln Sie schon gar nicht an Ihrer Attraktivität, sondern konzentrieren Sie sich auf Ihre Vorzüge und auf Ihre Stärken. In jeder Phase, in jeder Lebensphase gilt nämlich, wir strahlen aus, was wir von uns denken. Was ist Ihre Ansicht über das Alter? Sind Sie jetzt weniger wert als früher? Sind Sie hässlich oder unscheinbar, weil Sie keinen knackigen Körper mehr haben und keine glatte Haut? Also wenn Sie so denken, dann werden die anderen über kurz oder lang Ihr Selbstbild übernehmen. Doch es gibt gar keinen Grund, sich so zu sehen. Eines meiner Lieblingslieder stammt von dem Country-Sänger Alan Jackson. Es heißt »The Older I Get«. Und in einer Zeile singt er, The older I get, the better I am. Je älter ich werde, umso besser werde ich. Und genau das ist der Fall. Wenn Sie älter sind, dann haben Sie im Vergleich zu Ihren Jugendjahren mehr Lebenserfahrung. Sie fühlen sich sicherer. Sie wissen, wer Sie sind. Sie haben gelernt, mit Problemen umzugehen. Und sicherlich noch vieles mehr, was ein Gewinn des Älterwerdens ist. Seien Sie stolz darauf. Haben Sie keinen Zweifel an sich. Denn mit dieser Einstellung sorgen Sie dann auch dafür, dass andere Sie als attraktiv wahrnehmen. Mein fünfter Tipp lautet, bleiben Sie sichtbar. Das Alter ist beige, schon lange nicht mehr. Ein Role Model für Auffälligkeit ist die 1921 geborene Iris Apfel. Googeln Sie mal Fotos von ihr, Sie werden staunen. Außer ihrem Markenzeichen, so einer überdimensionalen schwarzen Brille, trägt sie zum Beispiel einen giftgrünen Kunstpelz, knallroten Lippenstift und an jedem Handgelenk 5 Armreifen. Naja, kann man darüber diskutieren, wie man das findet. Sie sollen sich auch gar nicht wie Iris Apfel gewanden. Das ist nun mal nicht jeder Frau's und schon gar nicht jedermanns Sache. Aber sie sollen auch nicht optisch verschwinden. Finden Sie Ihren persönlichen Kleidungsstil und tragen Sie nicht nur Dezentes. Zur Sichtbarkeit gehört auch, dass Sie sich verbal ins Spiel bringen. Und das setzt voraus, dass Sie sich informieren. Wenn Sie sich auf dem Laufenden halten, dann können Sie mitreden. Und das sollten Sie auch tun. Das sind meine 5 Tipps, mit denen Sie stilvoll und selbstbewusst älter werden. Und die sind sicherlich auch für Jüngere interessant, denn, wie ich schon sagte, das Alter kommt mit Sicherheit. Ich wiederhole die Tipps nochmal. Erstens, lassen Sie sich nicht gehen. Zweitens, machen Sie sich nicht künstlich jung.
Drittens, jammern Sie nicht. Viertens, seien Sie mit sich im Reinen. Und fünftens, bleiben Sie sichtbar. Und falls Sie noch mehr für Ihren Stil und Ihre Anziehung tun möchten, dann habe ich wirklich das volle Programm für Sie. Und diesmal für alle Altersstufen. Da ist zunächst mein Online-Kurs, der auf der Modepsychologie beruht. Und der heißt, den eigenen Stil finden, sich optimal kleiden. Dann, der ist für Frauen. Dann, ebenfalls für Frauen, ist auch der Online-Kurs attraktiv wirken, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Aber auch für Männer gibt es einen Kurs und den sollten Sie sich, liebe Männer, gerne mal zu Gemüte führen. Das kann Sie nur erheben. Und zwar heißt der Optimal wirken, souverän kommunizieren. Alle Infos zu allen drei Kursen finden Sie auf meiner Website unter Angebote, vlodarek.de Angebote. Und für diejenigen, die lieber lesen, als dass sie einen Online-Kurs machen, habe ich auch das passende Buch. Es ist dieses hier. Jeder Mensch hat Charisma, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Das ist im Kösel Verlag erschienen und Sie bekommen es in jeder Buchhandlung. Das ist für Männer und Frauen. Ja, ich denke mal, damit habe ich Sie ganz gut versorgt, dass Sie auch im Alter, mit dem Älterwerden weiterhin sich attraktiv finden und auch so wirken. Ich freue mich natürlich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, das ist selbstverständlich kostenlos. Und wenn Sie einen Daumen anklicken, sofern Ihnen das Video gefallen hat. Und last but not least freuen wir uns alle über Ihre Kommentare. Ich sage wir, weil wir eine große Community sind und diejenigen sich auch immer gerne untereinander austauschen. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal, dass Sie, egal wie alt Sie sind, Ihre Lebensphase genießen und entsprechend positiv denken, um auch die entsprechende Ausstrahlung zu haben. Alles Gute!